My head is anywhere every day, the same procedure. It feels like hell. It makes. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Lesemonat Juli 2017. Ich hoffe, ihr habt Lust, mit mir zusammen den Monat Juli Revue passieren zu lassen und so zu gucken, was habe ich denn geschafft. Es war relativ gut für meine diesjährigen Verhältnisse mit 4 Büchern. Die letzten Monate davor habe ich immer nur so 1, 2, maximal vielleicht auch 3 geschafft, aber alles nicht so, nicht so dolle. 4 war dann mal wieder jetzt die Ausnahme. Allerdings habe ich davon auch 2 Bücher schon aus anderen Monaten mitgenommen. Das heißt, im Juli habe ich sie lediglich ausgelesen, aber habe doch einige Zeit dann doch noch mit ihnen verbracht. Und ich würde die euch jetzt gerne einfach mal zeigen. Im Juli hatte ich auch 2 Wochen Urlaub, wobei ich gar nicht so viel geschafft habe, wie ich vorgenommen mir hatte. Wie das dann immer so ist. Wollte viel mehr schaffen, aber irgendwie habe ich dann ab und zu auch gar keine Lust gehabt zu lesen oder habe nicht lange gelesen und mich dann wieder mit was anderem beschäftigt. Dann waren wir natürlich auch viel unterwegs und ja, genau. Aber ich fange jetzt mal an. Zuerst habe ich ausgelesen und auch mit in den Urlaub genommen und schon davor angefangen. Ein Jahr im Sommer von Mary Kay Andrews, mal wieder ein Sommerschmöker von ihr, die ich mir jedes Jahr so zur Hand nehme und auch dieses hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hier geht es um Kara, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich hatte noch ein anderes Buch, da hieß die Protagonistin Clara, also war dieser Monat so ein bisschen Clara-Kara-lastig. Ein Jahr im Sommer von Mary Kay Andrews, es geht eben um Kara und sie ist Blumenfloristin. Gibt es überhaupt Blumenflorist? Also entweder ist es Floristin so. Sie ist Floristin und macht halt sehr schöne Blumenarrangements für Hochzeiten insbesondere, aber auch für Gestecke fürs Krankenhaus und so weiter. Aber Hochzeiten sind so eher ihr Metier und da passiert relativ viel. Der Blumenladen wurde von ihrem Vater im Prinzip mitfinanziert. Der merkt aber, oh, der Laden läuft gar nicht so gut, Kara kommt da nicht so voran und will ihr den Laden am liebsten wieder wegnehmen. Das will Kara aber auf keinen Fall zulassen und versucht ihren Terminkalender dementsprechend voll zu bekommen. Gelingt ihr an sich auch ganz gut, aber sie muss natürlich erstmal sich einen Namen machen und so weiter und das wird so grundlegend erklärt. Kara ist ein wirklich sehr schöner Charakter, hat mir sehr gut gefallen. Irgendwann steht dann auch ihr Laden so ein bisschen auf der Kippe, ob sie ihn halten kann, nicht halten kann und so weiter. Ja, auf jeden Fall ganz tolle Geschichte, auch sehr sommerlich angehaucht mit den Hochzeiten eben, die da eine Rolle spielen. Und es hat mir sehr gut gefallen, auch Kara als Protagonistin und die ganzen Nebencharaktere waren alle sehr liebevoll ausgearbeitet von Mary Kay Andrews. Ich liebe ihre Bücher wirklich sehr. Ich verschlinge sie eigentlich im Sommer immer. Dieses Jahr hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe einen guten Monat dran gelesen. Also irgendwann Anfang Juni habe ich mit Mitte Juni begonnen und dann erst so Ende Juli ausgelesen. Aber zwischendurch habe ich einfach es auch oft auf die Seite geschoben und nicht gelesen. Aber alles in allem ganz tolles Buch. Habe ich 4 Sterne gegeben und hat gute 510 Seiten. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wer gerne so Frauenromane oder schönes Buch für den Sommer sucht, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich auch ein E-Book mal wieder gelesen. Habe ich in letzter Zeit relativ häufig. Immer mal wieder so was zwischendurch, wenn ich Lust hatte, noch abends zu lesen, wenn das Licht aber schon erloschen war und ich noch nicht so richtig schlafen konnte, habe ich mir gerne mein Kindle zur Hand genommen. Und unter anderem auch das E-Book von Henriette Friedrich, Das macht man doch nicht, garantiert politisch unkorrekt. So sieht das jetzt schwarz-weiß aus und jetzt ist doch noch mein Kindle ausgegangen, schön. So, Mandy hat so viel Vorbereitungszeit benötigt. Genau, habe ich auch ausgelesen, hatte gute 170 Seiten knapp und war wirklich sehr, sehr amüsant.
Und da geht es so um, ja, Dinge, die man eigentlich nicht so gern gesehen werden oder wo man selbst so sagt, ach, warum machst du denn das jetzt? Aber man irgendwie, ja, diese Kleinigkeiten, die man so im Alltag teilweise macht oder die man gar nicht wahrnimmt, als dass sie einen wirklich stören, aber andere Leute stören könnten, die sind hier sehr, sehr, ja, amüsant eben dargestellt. Da gibt es Themen wie Essen wegschmeißen, ja, ist ja auch ein sehr verpöntes Thema. Im Zug den freien Sitz neben sich blockieren, den Hund mit im Bett schlafen lassen, davon kann ich ein Lied singen, fand ich auch sehr amüsant, das Thema. Peinliche Musik gut finden, Pickel ausdrücken, ungewaschenes Obst und Gemüse essen. Also es sind so Themen, wo sich, glaube ich, irgendwer findet sich da immer wieder. Also ich fand, hat mich komischerweise in recht vielen wiedergefunden. Gerne mal was auf die lange Bank schieben. Beim Schwimmen ins Wasser puschern, auch ein sehr lustiges Thema. In der Sonne brutzeln, im Internet seine Zeit verplempern. Ich glaube, das kennen ganz viele. Also es sind wirklich sehr, auf jeden Fall Dinge, die man sich identifizieren kann. Und das hat das Ganze halt so extrem lustig gemacht. Unter anderem, ich habe wirklich sehr häufig geschmunzelt, gelächelt. Und ist einfach ein ganz tolles E-Book für zwischendurch. Oder auch kann man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch so bekommt. Müsste ich jetzt lügen, aber es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam und kann ich nur empfehlen für Menschen, die so vielleicht so ähnlich ticken wie ich und auch Frau Friedrich. Dann habe ich ein Buch ausgelesen, wo es mir jetzt schon sehr, sehr leid tut, dass ich es nicht so schön finde. Ich habe es Ende März, Anfang April angefangen zu lesen und jetzt Ende Juli ausgelesen. Das sagt vielleicht schon recht viel darüber aus, wenn ich euch jetzt auch noch zeige, welches Buch es ist. Ja, dann könnt ihr euch vielleicht denken, warum ich enttäuscht bin, wenn ihr meine Videos schon länger guckt. Jedenfalls, seit du bei mir bist, von Nicholas Sparks, habe ich jetzt im Juli ausgelesen. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Also die ersten 100, 200, 300 Seiten meinetwegen waren wirklich anstrengend, langwierig, zäh und nicht Sparks-mäßig, so wie ich das gerne habe. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, habe mir das Buch auch neu gekauft, kurz nach Erscheinungstermin. Und habe auch sehr zeitnah angefangen zu lesen. Und es ist mir noch nie so gegangen, dass ich wirklich mich dazu aufraffen musste, ein Buch von ihm aufzuschlagen und weiterzulesen. Das gab es vorher einfach noch nie. Und ich glaube, das sagt schon relativ viel aus. Im Prinzip geht es um Russell. Und Russell erzählt so seinen Leidensweg als alleinerziehender Vater, wie er seine Frau kennengelernt hat, wie sie sich lieben gelernt haben, wie sie sich aber auch hassen gelernt haben im Prinzip. Und wie schwer das Ganze sein kann, wenn eine Ehe zerbricht und so weiter und so fort. Ich nehme auch an, dass es einen sehr großen Anteil an biografischem Verarbeitungsmaterial da drin enthalten ist, von dem Herr Sparks, ja, von seinen eigenen Erlebnissen vielleicht irgendwo schildert. Ja, das Ganze war leider nicht so meins. Die letzten 200 Seiten waren dann ein bisschen besser. Sie waren dann wieder so ein bisschen mehr, die ans Herz gingen, was ich auch schön fand irgendwo. Und das hat auch noch ein bisschen was rausgerissen. Für mal einige war es wohl eher so ein, naja, zu dick aufgetragen. Und jetzt musste man ja noch da irgendwie so ein kritisches Thema noch mit reinbringen, das hätte es doch nicht gebraucht und so weiter. Aber doch, meiner Meinung nach hat es das gebraucht, weil alles andere war einfach dann irgendwie auch vorhersehbar, was wohl passieren wird wegen der Ehe und so weiter. Und das Ende, da gab es ja noch so eine Nebengeschichte im Prinzip. Da kann ich jetzt nichts sagen zu, sonst verrate ich zu viel, aber
das musste schon irgendwo sein für mich jedenfalls. Da habe ich auch ein Kloß im Hals gehabt und ging mir auch sehr nahe, aber trotz allem war es das schlechteste Sparks-Buch. Mir hat da einfach zu viel Liebe gefehlt, zu viel ja, Emotionen zu. Also Emotionen hatte ich oft sehr, sehr negative Art. Aber das, was ich eigentlich so an ihm liebe und schätze, hat hier leider gefehlt. Ich hoffe, dass das nächste, was er dann rausbringt, wieder ein bisschen zu seinen alten Mustern führt, dass seine alte Muster wieder aufnimmt, und damit hat er, glaube ich, viele Fans irgendwo nicht so getroffen. Manche mögen es sehr gut finden, aber ich zähle auf jeden Fall zu denen, die sehr, sehr enttäuscht sind. Ich habe dem Ganzen dann noch 3 Sterne gegeben, weil das Ende mich dann doch noch sehr emotional ergriffen hat. Wobei mit der Zeit würde ich vielleicht eher so oft zu den 2 Sternen tendieren. Es sind wirklich 3 gut gemeinte Sterne. Der Schreibstil ist natürlich trotzdem sehr gut und man kam auch ganz gut durch, wenn man sich dann mal aufgerafft hat. Aber naja. Gut, und kommen wir noch zum letzten. Nimm das Glück in beide Hände von Antje Zillert. Auch sehr, sehr toll. Ich bin da zwar sehr unterhaltsam. Hier geht es um Clara. Und Clara ist so typisch, also Hausfrau, Mutter. Ja, das kann man jetzt auch nicht sagen. Sie ist, ich glaube, so Mitte 30, hat 2 Kinder, einen Mann, der aber ständig auf Reisen ist, weil er halt Architekt ist und da viel um die Welt kurven muss. Und sie hat so einen Halbtagsjob bei ihrer Freundin in einem Laden und ja, will eigentlich so ein bisschen mehr von ihrem Leben. Also sie will nicht nur die Mutter und Frau sein, die sich um alles kümmert, sondern sie will auch eigenes Geld verdienen. Sie will ja was aus sich machen, so wie das ja im Prinzip sehr, sehr viele, wo viele natürlich hingehen wollen, weil man eben auch ein eigenes Leben hat und irgendwie ja was aus sich machen möchte und entfalten will vielleicht auch, ne? Und Clara ist halt von dem ganzen Umstand genervt und dann ist sie auch gleich zu Beginn, das ist das erste Kapitel im Prinzip, ist sie gleich wieder schwanger, erwartet also das dritte Kind, ja. Und sie will sich aber sehr, sehr gerne selbstständig machen mit einer, wie ich finde, total tollen Idee. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, amüsant, habe ich sehr gern gelesen. Ging auch wirklich sehr gut, weil der Schreibstil sehr flüssig und ja, schön und gut zu lesen war. Antje Zillert hat da wirklich ein Talent für. Sie kann nicht nur schöne Jugendbücher schreiben, sondern auch wirklich unterhaltsame, ja, Erwachsenenromane, Frauenbücher. Und ja, ich würde wieder eins von ihr lesen, was in dieser Art und Weise herausgekommen ist. Hat mir sehr gut gefallen, hat 4 Sterne jetzt dann von mir bekommen. Und ja, mit 270 Seiten war das auch recht schnell abgehandelt. Genau, im Großen und Ganzen war das ein sehr guter Monat. Ja, ich habe wirklich sehr nette Bücher gelesen, die mir gefallen haben. Im Ganzen waren das 1523 Seiten, was im Durchschnitt 49 Seiten macht, was wirklich vollkommen okay ist. Jeden Tag im Durchschnitt 50 Seiten gelesen, ist ja auch so das, was ich immer versuche anzustreben, was natürlich nicht immer funktioniert, aber 9, also 49 Seiten pro Tag wäre der Durchschnitt. Ich hatte ganze 11 Neuzugänge, wofür ich dann 46 Euro ausgegeben habe und 18 Cent, aber ne, sind geschenkt die 18 Cent. Und 5,50 € Lesetaschengeld angespart, wenn ich denn das Geld noch in die Sparbüchse machen würde. Ja, das war jetzt der Juli. Er könnte besser sein, aber ich habe was gelesen und das ist die Hauptsache. August, mal sehen, wie der so ausfällt. Ich habe noch keins ausgelesen. Aber ich bin gerade dabei. Eins, zwei,
Ich glaube, ich lese gerade drei Bücher parallel und heute kommt noch das vierte hinzu, weil ich mit jemandem Buch zusammen anfange. Also, Leute, sollte eigentlich auch was rumkommen. Ich habe auf jeden Fall Lust, jeden Tag immer mal so ein bisschen was zu lesen. Und ja, habt ihr eins der Bücher gelesen, die ich euch gezeigt habe? Wie haben ihr sie euch gefallen? Sehr interessieren würde es mich natürlich auch bei Nicola Sparks. Wer auch immer das eventuell auch gelesen hat, wäre sehr interessant zu wissen, wie euch das Ganze gefallen hat und ob ihr auch so enttäuscht wart wie ich oder ob das mal was ganz anderes war und ihr es gern so hättet, dass Herr Sparks öfter sowas schreibt. Könnt ihr mir sehr gerne mitteilen und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen schönen Tag und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bye, bye.